Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich, der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Wir feiern Gottesdienst zum Trinitatisfest. Wir feiern Gottes unbegreifliche Größe. Wir feiern, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, Gott der Vater. Wir feiern, dass Gott im Menschen gegenwärtig ist, dass er uns zu Schwestern und Brüdern macht. Wir feiern Gott den Sohn. Wir feiern Gott, der uns glauben lässt, der uns hoffen lässt, der uns Liebe in unsere Herzen gießt. Wir feiern Gott, den Heiligen Geist. Amen. Wir sprechen den 113. Psalm. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Der die Unfruchtbaren im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Ihr sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der Heiligen Dreieinigkeit sei. Lasst uns beten. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dich immer wieder aufs Neue erfahren dürfen. Wir bitten dich, sei du bei uns. Öffne uns für deine Gegenwart. Lass uns deine Nähe spüren in diesem Gottesdienst und in aller Zeit darüber hinaus. Amen. Ich lese die Epistel im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 11. Kapitel. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam,
damit er sich aller erbarme. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein und werdet meine Zeugen. Heilige Evangelium steht bei Johannes im dritten Kapitel. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Hört den Predigttext für das Trinitatisfest. Es steht im 4. Buch Mose im 6. Kapitel. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Liebe Gemeinde in der Nähe und in der Ferne, der letzte Satz dieses Segens, den hören, den sprechen wir nur selten. Sie sollen meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Name Gottes.
als er sich dem Mose vorstellt im brennenden Dornbusch und Mose ihn fragt, was soll ich denn sagen, wer mich schickt? Da sagt Gott zum einen, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Ich bin der Gott, mit dem ihr Menschen eine Geschichte habt. Und in dem Moment, wo Gott sich so vorstellt, da blitzt es in unseren Gedanken auf, die Erfahrungen, die andere Menschen mit Gott gemacht haben, die Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Und noch etwas sagt Gott zu Mose am brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin, das ist mein Name. Oder anders übersetzt, ich bin, der ich sein werde, oder ich bin da. Wenn nun hier im Segen gesagt wird, ihr sollt meinen Namen auf die Menschen legen, dann ist der Name Gottes dieses Ich bin da, ich bin bei euch, dass diese Zusage, sie liegt auf uns allen, wie eine schützende Hand über uns liegt. Drei Bitten, drei Aufforderungen. Ich segne dich und behüte dich. Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ganz vertraute Worte am Ende jedes Gottesdienstes. Gott sieht uns. Das ist die eine, die wichtige Botschaft. Wenn Sie ein kleines Kind beobachten, wie oft ein kleines Kind sagt, sieh mal her, sieh mal, was ich hier mache, und dann einfordert, du guckst ja gar nicht richtig, du musst richtig hinsehen. Wir Menschen werden von Gott angesehen und wahrgenommen. Und es verändert unser ganzes Leben, wenn wir das wissen. Wenn wir wissen, Gott sieht, was mir hier widerfährt. Gott sieht meine Tränen und Gott sieht mein Lachen. Gott sieht, was mir gelingt und Gott sieht auch liebevoll auf das, was mir nicht gelingt. Gottes Segen heißt, ich sehe dich. Und mehr noch. Das Wort Segen kommt aus dem Lateinischen von signare, etwas signieren, den Namen darauf schreiben. Du Mensch gehörst zu mir. Das sind Gottes Worte, wenn wir einen Menschen segnen. Du bist mein geliebtes Kind. Du gehörst zu mir und nichts kann mich von dir trennen. Wir Menschen sind und bleiben Gottes Eigentum. Und mit jedem Segen wird es uns aufs Neue zugesprochen. Du bist mein und ich bin dein. Ich, der Gott, der da ist, der oft sieht dich. Ich, der Gott, der da ist, behütet dich. Wir alle sind begabt zu segnen. Gerade in schweren Zeiten, jede und jeder kann und soll Gottes Segen weitergeben. Dietrich Bonhoeffer sagt es so: Segnen, das heißt die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem zu Gott. So tun wir es mit der Welt. Wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Sei gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, die du deinem Erlöser und Schöpfer gehörst. Wir erinnern uns darum, wem die Welt im Innersten gehört. Wir sind Gesegnete und können segnen in der Kraft des Geistes, in der Spur des Jesus von Nazareth. Wir gehen mit dem Segen als Menschen, die von Gott angesehen sind, als Angesehene, die die Wunder und das Leid der Welt sehen können. Im Namen des einen Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Herr segne dich und behüte dich und Freude leuchte über deinen Wegen. Der Herr segne dich und behüte dich, in seine Hände kannst du alles legen. Amen, Amen, Amen. Du bist nicht allein. Amen, Amen, Amen. Es wird Friede sein. Der Herr segne dich und behüte dich, der auch den fernsten Stern beim Namen nennt. Der Herr segne dich und behüte dich, er ist der auch dein Licht und Dunkel kennt. Amen, Amen, Amen. Du gehst nicht allein. Amen, Amen, Amen. Es wird Friede sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Er ging für dich den Weg der Liebe heißt. Der Herr segne dich und behüte dich. Er leitet dich mit seinem guten Geist. Amen, Amen, Amen. Du gehst nicht allein. Amen, Amen, Amen. Es wird Friede sein. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Herr unser Gott, du Schöpfer der Welt, wir danken dir für die Welt, in der wir leben dürfen. Wir bitten dich, hilf du uns, dass wir die Werke deiner Schöpfung wahrnehmen, sie wertschätzen und sie bewahren. Herr Gott, Jesus Christus, du bist Mensch an unserer Seite. Wir bitten dich, hilf du uns, die Menschen wahrzunehmen, die du uns als Nächste an die Seite stellst. Hilf du uns, dass wir geschwisterlich lernen, miteinander zu leben, dass wir die Gaben deiner Schöpfung miteinander teilen, dass wir lernen, in Frieden miteinander zu leben. Herr Gott, Heiliger Geist, wir bitten dich um Ermutigung für alle, die mutlos sind. Wir bitten dich um Trost für alle, die traurig sind. Wir bitten dich um Zuversicht für alle, die zweifeln. Wir bitten dich für uns selber, deine Gemeinde, dass du uns zusammenführst. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Und so geht. Geht als Gesegnete in diesen Tag. Geht als Gesegnete den Weg, den Gott für euch bereithält. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen. Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen. Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen,